Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 10, eigentlich dem letzten Placement Match, aber da wir leider ein kleines Problem hatten in dem letzten Game und ich einfach nicht connecten konnte, haben wir zwar gewonnen, das Game wurden wir schon platziert, ich in Gold 5 und Jonas in Silber 4. Ich weiß zwar nicht warum. Es liegt halt daran, dass du letztes Jahr schon platziert warst und meine kommt nicht. Ja, naja, Jungs, dann heißt es jetzt halt hochcarryen, ne? Na gut, wenn man als Support nicht carryen kann, egal. Aber, ja, ich habe mal wieder die Tristana ausgepackt. Hoffen wir zu einem nächsten Sieg. Und ja, wie gesagt, ihr seht die Stats für euch. Jetzt nicht mehr, jetzt ein bisschen weggemacht. Ich habe übrigens letzte Runde, als Sascha nicht connecten konnte, habe ich gegen eine Wayne und einen Draven gespielt. Ey, ich habe die Lane gewonnen, alleine. Ihr seid so schlecht. Alleine? Die Annie hat deine Lane gewonnen. Ja gut, okay, die Annie hat meine Lane gewonnen. Sehr okay, ja. Also es ist halt so ein Mix aus Silber- und Goldspielern jetzt natürlich, da ich in Gold platziert wurde und eher in Silber. Also aber Annie war aber auch echt unschön, ne? Annie ist halt krank, ne? Einmal runtergekommen, sie pinkt, ich denk so, ja chill, bis du da bist. Sie pinkt, sie geht rein, ich denk so, ja komm, du stunst sie, ich will mein E drauf machen. Tot, die war schon tot, bevor ich irgendwas machen konnte. Ist halt eine Annie, ne? Burst Mage. Ja. Ah, ja. Wir haben jetzt auch übrigens einen Instagram-Account, ne? Den posten wir auch jetzt unter die Bilder. Unter die Videos. Da posten wir dann Bilder, so rum. So sieht's nämlich aus. Wieso chillt ihr alle da hinten? Keine Ahnung, ich wollte hier chillen, ich find's lustig. Ich chill in dem Busch. Ja komm, ich komm zu dir. Ich würde gerne den Facebook-Tristana-Skin haben, aber ich glaube, den gibt's schon seit Jahren nicht mehr, oder? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, den gab's schon nicht mehr, als ich mir den geholt habe auf meinem Main-Account. Ne, warte mal, auf meinem ersten Dual-Account, nicht auf meinem Main-Account. Auf meinem Main-Account habe ich den nämlich auch nicht. Yeah. Jetzt fängt sie schon an zu singen. Ich muss das wieder ein Stück hoch. Ja, der WW bringt uns eh bis Level 6 nichts. Ja, aber ab Level 6 ist der OP. Also Warwick ist echt saugut mit dem neuen Item. Oh, ich habe die Ranged ADC-Rune dabei. Ah ja, egal. Tristana ist ja irgendwann ranged. No. Double Ward. Ja. Ich habe mal den Graves einem mitgegeben. Sie hat mir dafür einen mitgegeben. Ja, aber sie hat von den Minions kassiert, ich nicht. Und sie sich darauf fokussiert, mich zu attacken. Ja, willst du eigentlich halt, von mir? Ne? Ja, bringt dir nicht so viel. Ja, du regenerierst dich halt. Hi Graves, ich möchte nur, dass du weggehst, danke. Nur so kurz einmal aus dem Busch geguckt, hi. Bin doch da, ne? Keine Sorge. Oh, die sind halt vor uns Level 2, aber machen nicht viel draus. Ein Tornado und das war's. Oh. Jetzt sind wir auch Level 2. Ja. Ah, schade. Ich würde eigentlich sie gerne attacken, ihn gerne attacken, aber die Sache ist, komm, da hätte ich rauslaufen können. Naja. Mein Ken-Minion. Danke. Ja, mein Canyon. Canon. Meins. Canon. Meins. Ja. No. Da kam der Midlane Gank. Yep. Ist halt der Nachteil an Annie. Ist ziemlich immobil. Komm, Grace, hör auf bitte. Geh einfach. Du solltest dich nicht so offensiv finden lassen, weil jetzt bist du schon fast half HP. Ah, wieso? Oh, falsche Minion attacked. Oh nee, komm. Er wollte dir einen Hit geben, du hast ihm auch einen Hit mitgegeben, so. Ja, aber ich wollte schon den Minions Attack dafür. Dann gebe ich ihr noch mit. Kann ich warden. 4, 3, 2, 1. Ja, da ist ein Ward drinne von ihr. Ja, ja. Oh, die haben einen Chaco im Jungle. Yep.
Den kaufe ich auch gleich noch einen Pink Ward. Ich würde ihn ja eigentlich gerne mal attacken, ne? Lol. Dieses blöde Schild. Ich hab sie durchschaut. Sie rennt immer auf einen zu, wenn sie einen Tornado gemacht hat. Und dann denkt sie, oh ja, die bleiben eh stehen. Immer, ich will auch Level 4 kommen. Endlich. Die Annie kommt. Oh, er ist Warden. What it? Chaco ist hier. Hat sich doch anders überlegt. Benny und so sind da. Okay, die gehen hinterher. Ich will okay. Eigentlich auch hinterher. Ja, lauf. Auf Level 6 müssen wir aufpassen, weil die können uns ziemlich schnell runterbursten mit Graves Ult. Der Chaco war hier. Ich hab auch kein Ward mehr, ne? Doch, jetzt. Nein, 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 nein! Ja! Nein! Ah, wir können ihn von mir aus mal attacken, ne? Ah ja. Also wenn du es schaffst, auf ihn zu springen, ne, dann nur zu. Wir müssen eigentlich ihn attacken, aber er ist... zu weit weg gewesen. Na, ich komme nicht an ihn ran. Oh. Ich hasse diesen Shield so sehr! Nein, 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 nein. Oh, junge Mann, wie viel Schaden macht er denn bitte? Leider das Problem ist, durch seine Passive wird er halt mega tanky. Und mit dem Schild ist er halt nochmal mehr tanky. Und da komme ich dann nicht durch. Und wenn du so weit springst, dann kann ich nicht folgen direkt. Ja. Ja, die werden jetzt vor uns Level 6 kommen, aber nicht so schlimm. Mal, die gehen dann auch weg. 6 an Pink Ward für den Chaco mitgenommen. Platziere den diesmal da oben in der Ecke. Ja. Ich stell meinen ganz runter. Also ich stell meinen dahin. Das ist auch eingekauft oder was? Nee, ich stell meinen normalen Ward dahin. Achso. Dann spar du dir deinen erstmal auf. Okay. Ich hab einen Sidestone dabei, gar keinen. Ja, aber trotzdem hast du ja nur 4 Aufladungen und wer weiß, wie lange wir jetzt auf der Lane bleiben. Wir sollten eigentlich jetzt beide ein BF-Sword haben, so viel mehr konnte er nicht farmen. Oh, okay, doch. 9 Farmen mehr gehabt als ich. Aber es sollte nicht so viel sein. Oh, das war mein Headset, das ist nicht so gut. Ich muss mal kurz mein Headset anschließen. Oh, sie ist da. Wo ist dann er? Müssen aufpassen, ne? Weil die haben auf Level 6 einen mega harten Burst. Noch sind sie nicht 6. Ja, noch nicht, aber... wir sind vor den 6. Du auf jeden Fall. Ja, er auch nicht. Okay, er hat noch Schuhe. Doch, er... jetzt hat 6. Jetzt bin ich 6. Oh shit, oh shit, oh shit.
Ich hatte gar keinen Jump, ja. Ich wurde exhausted und dann... Direkt. Ja. Wo warst du hin unterwegs? Ich hab da gewardet. Ich wollte wissen, ob der noch da steht, ob wir pushen können, aber... War dann schon... Ich bin gerade hier um die Ecke gelaufen, warst du tot. Ja, ich wollte die ganze Zeit wegjumpen und dann ist mir aufgefallen, dass mein Jump noch Cooldown hatte, weil ich ja weggejumpt bin. Und der Exhaust von der Jenna und der Grace Burst waren halt einfach zu viel. Ich mache halt gar keinen Schaden gegen den, ey. Klar, was der für ein Damage macht. Naja, läuft bei dir, Graves. Geh auch mal weg, ne? Kannst du bleiben? Ja. Wir machen jetzt Drake. Komm da hin. Ah, die haben Drake. 45 Sekunden habe ich hier. Ari kommt auch runter. Kann sie nicht mal verschwinden und ihn alleine lassen? Dieses Schild, Mann. Ich habe irgendwie Respekt vor denen, ne? LOL! Wie weit geht dieser scheiß Tornado denn bitte? Er hat keine Ulti mehr. Ja, ich weiß. Er hat nur einen Pot. Snitches. Und unser Vivi ist da. Aber ich glaube, die haben wardet. Ja. Schaut mal, yes. I think so. Da ist eine Cannon. Alter, der Draves Damage, ne, ist ja so krank. Ja, aber dafür haben wir besseren Tower. Also schneller. Ja, ja, wir können den Tower easy pushen als die. Den Tower haben wir jetzt auch. Der ist tot. Ist halt, Tristana einmal im Tower ist, ist der Tower eigentlich weg. Verpiss mich jetzt auch. Warum rennt sie so aggro? Weiß nicht, aber das Schild macht so viel... Also das schützt sie eigentlich von meinem kompletten E-Schaden. Wenn die das richtig timet. Problem ist, ich da bleiben. Kann noch nicht back, weil die jetzt da sind. Wenn ich jetzt back gehe, dann kriegen die den Tower. Der Typ ist halt jetzt Level 8. Vivi, jetzt kannst du kommen von mir aus. Vor allem würde er jetzt von hinten kommen. Ich glaube, da haben die auf jeden Fall nicht gewartet. Nee, glaube ich auch nicht. Ey, warum macht der Typ denn so ein... Alter, wo mich das getroffen hat! Ja, sie ist tot. Was? Ich wollte den Kill haben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder Vivi? Mach doch einfach Q, Mann. Ich wollte schon sagen, muss ich jetzt echt auch noch ausrasten? Sind wir jetzt echt schon so weit? Alter, Mann, dieser Graves Damage, Mann, der ist so abnormal. Hast du es gesehen? Ja. Damage der macht. Wir gehen in die Mitte. Guck mal, der hat Q und Ulti gemacht und ich war tot. Und ich bin aus der Ulti rausgesprungen und die hat mich trotzdem getroffen, obwohl ich da war. Und der hat hier die Ulti gemacht. Mitte? Nee, Bot verteidigen muss ich. Da steht 3-0, Mann. Ich stehe 0-2. Okay, Tristana pick ich nicht mehr in Graves rein. Graves ist ja immer sowas von krass OP gegen Tristana.
Vor allem mit Jenna zusammen, die shieldet einfach den ganzen Damage weg, das ist so kacke. Ja. Da ist mein Mic gerade ausgegangen. Ja, kurz, aber ich habe dich trotzdem noch gehört. Es hat nur wieder seinen kurzen Summer von sich gegeben. Ja, das ist halt, wie dieses Scheißding abgeknickt ist. Er steht hier. Hier auch. Ey, warum ist sie denn so schnell? Weil die Mobi-Boots hat. Jetzt nicht mehr so schnell. Wir können seinen Schaden nicht matchen. Nö, dafür bräuchten wir im Vivi seine Ulti. Weil dann wäre er durchgehend gestunt. Hallo, kannst du mal aufhören, please? Ja, oder so, ne? Wenn sie nichts tut dagegen. Dann machen wir ihm auch Damage. Ja, ich kann auch gerne noch ein Wort reinstellen, ne, Graves? Oh, nee. Hat er sich... Die haben uns gebaitet. Renn. Anker Scheiß. Der Malphite war schon wieder Bot und der Top Tower ist immer noch nicht gepusht. Er war hier gerade irgendwo, ja. Drake ist gleich ab. Ja, und da gehen die jetzt auch hin. Der dürfte aber keine Ulti haben. Nee, aber sieh ihren Scheiß wieder hier. Ich muss mir wieder hier von ihr geben lassen. Hey, soll ich euch mal was sagen? Hier bin ich. Was ja, machst du? Eigentlich wollte ich nicht sterben. Eigentlich wollte ich nur hier runter warnen, weil die gerade alle hier hochgerannt sind. Die waren alle unten. Ja, nee, weil die gerade alle hier gestanden haben irgendwo und dann wollte ich hier warnen gehen und dann... Hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Hab ich gemerkt. Die Gruppen halt viel besser als wir. Yep. Pushen jetzt auch locker den Bot Tower. Ja, da kann ich nicht steffen. Der ist eh warded. Ja. Aber die kriegen den Bot Tower dadurch nicht so gut. Malphite kommt noch. Ich muss Mitte deffen. Dann denke ich komme. Ach komm! Das ist Charme. Eigentlich müssen wir auf die Ari gehen, ne? Die Annie muss engagen. Die Ari hat halt keine Mana mehr, ne? Ja. Aber die sind zu fünft. Ja, und unser Warwick Singh war auf der Top-Lane. Der denkt sich, juckt mich nicht. Ja, der Tower ist down. Wow, ich hab's echt überlebt. Ich nicht. Ich war instant tot. Malphite Ulti und Graves Ulti und ich war tot.
Graves ist ja mal OP like hell. Na, eigentlich nicht, der ist halt nur 7-0 gefeedet mittlerweile. Irelia hat den Top Tower immer noch nicht gepusht, ne? Unsere Bot pusht. Ja, unsere Top auch, aber der Tower ist halt noch nicht down. Und Mitte ist schon der Inhib gefallen für uns. GG. Die Annie hat halt auch mal gar nichts, ne? Die macht halt einfach mal echt null Schaden. Hier steht halt auch 0-5. Der Chaco war oft genug in dem Early Game ganken. Grace und Jenna sind Bot. Oh, wir haben den Top Tower bekommen, endlich. Ja toll, ich möchte die Ahri haben. Wir können das Super Minion halt nicht killen, weil das halt... 21. Minute, ich bin Level 9. Das ist kein gutes Spiel. Wir sollten die Botlane deffen. Sie hat auch gerade gewardet. Ja. Wir sollten trotzdem runtergehen, sodass sie nicht weiter pushen. Pushen wir halt ein bisschen zurück. Da kommt gleich ein Cannon-Minion. Na, die Aurelia hat's halt einfach gekillt. Hier, meins. Meins. Wir sollten weggehen. Wir sind halt auf jeder Lane vorne. Oh oh. Ja, da kann ich dir nicht helfen, sorry. I'm going away. Ach komm, verpiss dich doch jetzt! I'm dead. Die wollte dich. Aber unbedingt. Top Lane und Jungle chasen Malphite Tank. Chaco ist in der Mitte. Bot Tower ist gefallen. Jop. Yep. Oh Mann, schlechtes Spiel. Ja. Wir haben die Bot halt irgendwie hart verloren aus irgendeinem Grund. Ja. Jenna scheint halt sauguter Support zu sein momentan. Die hat halt 100% Winrate with Jenna, das ist sau komisch. Ich will nicht, dass sie den Bot Tower auch noch kriegen. Den Mid-Inhib können wir deffen noch. Zwei Inhibs werden schwer. Ich zieh die. Bleib am Tower, bleib am Tower, bleib am Tower. Verpisst euch! Mein Tower! Aha. Aha. Ah. Hi. Oh, jetzt sind die Top noch. Bot pusht schon wieder, also er will auf jeden Fall Bot haben. Ja, wir haben den Chaco. Schau mal etwas. Ja. Genau, weil wir jetzt auch zu Drake rennen.
Ich gehe mal Bot wegpushen, auch wenn die gerade bei Drake sind. Das ist, was ich hören wollte. Was? Ihr Inhib? Ja, dass unser Inhib gleich wieder da ist. Wir haben eine Irelia und eine Tristana und eine Annie. Also Late Game sollte auf jeden Fall uns gehören. Sollte. Wir müssen halt nur gucken, dass wir ins Late Game kommen. Die Lane irgendwie zurückpushen. Geh du mal in die Mitte. Okay, ich wollte dich nur absichern. Nicht hier lang. Einzeln, da bin ich ja direkt tot. Ich bin auf dem Weg zurück. Könnt ihr euch mal von unserem Inhib verpissen so? Aha. Du legst dich alleine mit vier Mann an oder was, Irelia? Bist du lebensgestört, so irgendwie lebensmüde? Magst du das nicht, Leben? Malphite kommt auch von der Top. Hallo, könntet ihr bitte aufhören? Ich kann nicht viel machen. Ich kann auch nichts machen. Weil wenn ich jetzt da reinjumpe, bin ich tot. Healen. Healen gehen. Was soll ich da machen? Wie lange sind unsere Kumpanen noch tot? Also ich bin noch 17 Sekunden tot. Ein Tag habe ich gedefft bekommen. Pick Leona against the Jenna. Was will er mir damit sagen? Keine Ahnung. Leona gegen Jenna ist halt nicht so gut wahrscheinlich. Ich kenne die Matchups nicht. Ja auch nicht. Magenta scheint stark zu sein, weil voll viele die picken. Ja. Kann ich auch mal wieder spielen, habe ich sogar einen Fnatic Skin für. Ja, ich weiß, ich hatte den Kauki Skin gehabt. Ja. Aber ich habe Kauki nicht auf dem Account. Und ich mag Kauki auch nicht so. Der ist zwar stark, aber ich kann ihn nicht so gut. Ach, toll. Wir haben halt 3 Kills, ne? Yep. Und 19 Tode. Ja, ich hab davon 6 von den 19. Ja, die... Ich hab 3 Tode und 204 Farmen. Fast genauso viel Farmen wie der Graves. Er hat halt nur 9 Kills und 5 Assists, ne? Die ja, mit dir nicht. Lässt sich mal wenigstens so ein scheiß Minion töten. Mit der Annie nicht. Ja, die macht halt auch keinen AD-Schaden, ne? Ich brauche noch 400 Gold. Dann habe ich meinen Phantom Dancer, aber... Ich hole mir einen Dornenpanzer. Ich möchte mich gegen diesen fucking Graves absichern. Mhm. Wir machen jetzt eh Baron. Ja. Eine Sekunde gesagt gehabt. Ja, wir hätten nichts dagegen unternehmen können. Geht er weg? Doch, dahin worden.
krass. Die standen halt alle hinter der Mauer. Nice Ult. Ult. Hast du diese Ult gesehen? Ja, und Annie hat auch noch Ulti reingemacht. Komm schon, kill sie! Ah, da folgt dir keiner. Schade. Die fokussen halt Malphite. Was? Oh, jawohl. Die fokussen halt echt Malphite. Anstatt dass sich umdreht und Chaco tötet, versucht er wegzulaufen. Warum haben die Malphite gefokust? Kann mir das jemand sagen? Krank. Ah, leider ein schlechtes Spiel, Leute. Aber es musste ja passieren, nachdem wir drei gute Spiele hintereinander hatten. Aber wir sehen uns beim nächsten Game. Bis dahin, ciao, ciao.